Grenzen für den Kunden sind fließend, die sind variabel. Die Grenzen für die Zusammenarbeit, die sind schwierig und die müssen aus den Köpfen raus. Nach dem heutigen Anlass und der Diskussion finde ich recht unklar, was eigentlich überhaupt die Rolle vom Staat und vom Kanton im Tourismus ist. Es braucht die Motivation, in einem Netzwerk zusammenzuwirken, um im Tourismus der Zukunft relevant zu sein. Der Erfolg im Tourismus liegt in der Authentizität und der Werthaltigkeit der Inhalte. Touristische Organisationen oder touristische Anbieter würden noch lange mal zusammenarbeiten über Grenzen hinweg. Aber sobald staatliche Gelder im Spiel sind, ist das vielfach aber nicht möglich. Im Moment verlieren wir uns in der Vielfalt und das bindet Ressourcen, die wir anderweitig nutzen können. Mit gemeinsamen Zielen geht man das Risiko ein, dass man die spezifischen, authentischen Produkte kaputt macht. Es liegt auch daran, dass die einzelnen Tourismusverbände wirklich zusammensitzen. Und wenn nicht mal Innerrhoden mit Außerrhoden klarkommt, dann weiß ich nicht, wie die Region das schaffen soll. Aber ich bin trotzdem positiv, dass es einen Weg gibt. Und am einfachsten geht es, wenn es eben nicht mehrere Kantone wären, sondern ein. Ob das politisch machbar sei, naja. Es fängt schon an beim Begriff Ostschweiz, wo ich ja finde, der ist überhaupt nicht definiert. Würde man definieren wollen, dann müssen wir eigentlich sagen, das ist St. Gallen, Thurgau und Appenzell, die beiden Appenzell. Und fertig. Und da ist aber niemand bereit dazu. Die einen finden es klein und die Appenzeller finden es gross, weil sie möchten eigentlich auch nicht dazu gehören. Und bevor wir das nicht erklärt haben, können wir eigentlich auch nicht weiter diskutieren. Marketingmäßig hat es gewisse Vorteile, wenn wir uns gemeinsam positionieren und somit auch eine gemeinsame Botschaft finden könnten. Ob wir eine finden, das dürfte mir dann die zweite Frage. Der Thurgau, der spricht über Thurgau, der Innerrödler über Innerrhoden, der St. Galler über St. Galler. Und man geht aber zusammen und zeigt der Schweiz und der Welt, was die Region zu bieten hat. Die Frage liegt nicht drin, ob es eine gemeinsame Botschaft braucht, sondern ob es sie gibt. Und wenn es sie nicht auf natürliche Weise gibt, dann sollte man sie auch nicht aufdrängen. Der Tourismus für die Region hier hat so viele Chancen und man sollte sie nutzen im Rahmen der Möglichkeiten. Also nicht ausschöpfen, damit es überlaufen ist, sondern wirklich im Rahmen der Möglichkeiten, weil es fördert die Region, es fördert Arbeitsplätze und den Wohlstand.